Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal eingeschaltet habt. Heute gibt es noch mal ein Testvideo und zwar haben wir ja schon den Zott-Sahne-Joghurt Cheesecake Love Salted Caramel probiert. Der war so etwas mehr als mittelmäßig und jetzt teste ich den Zott-Sahne-Joghurt Cheesecake Love Kirsche und da bin ich mal ganz gespannt, ob der jetzt besser ist wie der in Salted Karamell. Schauen wir uns jetzt an und starten direkt mit der Großaufnahme. So, hier seht ihr einmal den Zott-Sahne-Joghurt Cheesecake Love in der Kirschversion. Der schaut genauso lecker aus wie sein Vorgänger. Das war die Salted Karamell-Version. Nur, dass hier auf dem Cheesecake schöne Kirsche mit leckerer Kirschsoße ist. Also für alle, die gerne was wegen der Verpackung kaufen, könnte das dementsprechend so sein, denn die Verpackung ist einfach wunderbar gemacht. Hier seht ihr die Inhaltsstoffe, da könnt ihr gerne Pause drücken und hier zeige ich euch noch die Nährwertangaben. Ja, jetzt machen wir den einmal schön auf. Die Creme oben sieht natürlich genauso aus wie bei seinem Vorgänger. Ich will euch einmal zeigen. Richtig schön cremig schaut das aus. Und auch hier gehen wir mal auf die Suche nach der Kirschsoße. Die werden wir unten finden. Ganz schwer zu entdecken. Ich werde mal jetzt erst oben was abessen und dann gehen wir auf der Suche nach der Kirschsoße. Ja, um euch gleich die Kirschsoße noch besser zeigen zu können, esse ich jetzt ein bisschen von dem Joghurt ab. Ich gehe davon aus, dass der genauso schmeckt wie der andere vom Joghurt her. Sehr cremig. Aber ein bisschen anders. Der hat eine tolle Cremigkeit und man schmeckt das Fett von der Mascarpone. Das mag ich sehr gern. Der ist auch nicht so vanillig, so süß. Finde ich deutlich besser schon mal. Und hier hat man auch wirklich so einen leichten Säuregeschmack, wie das eigentlich bei Käsekuchen so üblich ist. Also der gefällt mir jetzt schon deutlich besser. Wirklich, richtig toll. Und jetzt schauen wir mal, ob wir noch die Soße zu finden kriegen. Ja, es geht bei diesem Joghurt wirklich schlecht. Da seht ihr, wie die Soße aussieht. Ich verrühre das jetzt mal. Dann wird es schön rosa und hier kommen dann auch die Kuchenstückchen. Die sind hier nämlich auch drin. Und dann probieren wir das Ganze mal gemischt. Ja, hier kommt es mir tatsächlich so vor, als wäre ein bisschen weniger Soße drin. Aber es muss ja nichts heißen, wenn es lecker ist. Probieren es auch gleich mit so einem Kuchenstück dabei. Das Ganze hat jetzt eine richtig schöne rosane Farbe. Oh ja, der macht Spaß zu essen. Den finde ich super. Schön kirschig, aber auch nicht übertrieben. Und auch hier diese Keksstücke, wunderbar in dem Joghurt gelungen. Sehr lecker. Wow, also
Kurzes Fazit: Dieser Joghurt mit dem Kirschgeschmack in der Cheesecake Love Variante schmeckt mir richtig gut. Daumen hoch für dieses Produkt. Und auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich dem locker eine 9. Fantastisch eigentlich. Bisschen mehr von der Kirsche wäre noch toll gewesen, aber das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Den solltet ihr tatsächlich unbedingt ausprobieren, wenn ihr auch Kirsche mögt. Eine tolle Kombination. Ich hoffe, mein Testvideo hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und lasst doch gerne mal einen Kommentar da, was ich für euch so testen soll. Denn ich würde ja gerne Sachen testen, die euch interessieren. Also immer rein damit in die Kommentare. Und nicht vergessen zu liken und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.